das Video möglichst kurz sein sollte, direkt rein ins Video. Ich finde, es gibt zwei Arten. Einmal die chronologische, die ihr überall im Internet findet und von mir unten verlinkt ist. Und einmal der von mir empfohlene Weg mit den Titeln, die ich für essentiell halte. Auch wenn ich alles am Gundam-Universum liebe, vom alten 1979er Teil bis heute, gibt es teils bessere Alternativen. Und wenn auch beiden Rechnung zu tragen, sind hier viele Welke mit drin, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Hauptsächlich ist es Anime-orientiert. Vorab, die gestrichelten Linien sind optional und rote Texte sind Side-Stories und gehören nicht zur Main-Timeline dazu. Ihr beginnt mit Gundam Origin. Hier steht es euch selbst frei, die 6 OVAs oder den 24-teiligen Manga, der in Englisch mit 12 Doppelbänden erschienen ist, zu lesen. Es ist einfach der beste Einstieg ins Universum. Punkt aus. Übrigens ist die Reihenfolge kurz und bündig auch als Kommentar unten verfügbar mit den Links zu My Anime List. Und dann kommt hier der erste optionale Weg. Mobile Suit Gundam, der auch First Gundam, Mobile Suit Gundam 007, MSG genannt wird. Die Original Gundam Serie. Könnt ihr Stunden darüber reden, warum nicht essentiell? Nur kurz, bild dir deine eigene Meinung. Schau dir die Show, wenn du möchtest, selber an und entscheide für dich selbst. Für mich persönlich war die Show eine 9 von 10, weiß aber über ihre Schwächen und Relevanz Bescheid. Solltet ihr dennoch nicht drauf verzichten wollen, empfehle ich euch hier alternativ die zusammenfassende Movie-Trilogie. Da habt ihr das kurz und bündig zusammen in einer besseren Ausführung. Als zweites sollte man Zeta Gundam schauen. Danach folgt für mich eine Welle von Werken, die optional sind. Auch wenn ich der oberen Reihe eine 10 von 10 geben würde, ist es rein optional. Hardcore Unicorn-Fans gefällt das nicht, müssen aber damit leben. Danach kommt die beste Side-Story im Universum, The 8 MS Team. Viele wählen diesen auch als Einstieg und ist ein absoluter Muss. Nach den 4 optionalen Side-Stories kommt Thunderbolt. Während die ersten 4 ONI-A noch super waren, enttäuscht die zweite Staffel sehr. Hier empfehle ich die immer noch ongoing Manga-Serie, die im Englischen erscheint aktuell 21 Bände, zu lesen. Dann kann man das Unicorn-Special sehen oder, Empfehlung von mir, direkt in die 7-teilige Unicorn reingehen, die mit in meiner Top 3 ist. Damit ich es zumindest einmal erwähnt habe, mein Lieblings-Opening von Gundam von den 100.000 Geilen ist im Anime Unicorn Re 0096, der hier nicht in dieser Liste ist. Danach folgen Twilight Axis, Gundam NT und der Film Heathway Flash. Dabei bitte nur den ersten schauen, die anderen beiden sind garbage. Hier ist einmal die Zusammenfassung mit allen Hauptsachen und hier mit allen. Nach der Early UC folgt natürlich die Late UC. Es würden zwar jetzt Gundam F91 und Victory Gundam erfolgen, die sind aber wieder optional. Deshalb empfehle ich ab hier nur Gino Reconquista und das Special dazu From the Past to the Future. Damit hätten wir die UC-Timeline größtenteils fertig. Es gibt wie gesagt noch tausende Werke und so dazu, aber das sind die wichtigsten. Ab hier kann man sich dann willkürlich in den alternativen Universen austoben. Hier gibt es keine richtige Reihenfolge, denn die Werke stehen allein und sind unabhängig voneinander. Solange man UC gesehen hat, versteht man alles. Das, was man am meisten fühlt, sollte man auch generell zuerst schauen. Deshalb kurz meine Quick-Empfehlungen. Da wäre einmal die Anno Domini Timeline mit Gundam 00 und ist für mich einfach ein Pflichttitel und absolut herausragend. Dann die Cosmic Era. Das war übrigens mein persönlicher Einstieg ins Gundam-Universum mit Seed. Für mich ist die Serie eine 10 von 10. Hier reichen aber Seed und Seed Destiny vollkommen aus. Dann zum aktuellsten Werk in der AD Stellar Timeline, The Witch from Mercury. Es macht vieles richtig und bringt frischen Wind ins Gundam-Universum und definitiv schauenswert. Ich empfehle es persönlich eher, wenn man schon mehrere Gundams gesehen hat, um das mehr zu appreciaten, aber man kann auch direkt danach starten, also gibt es kein Muss. Ob es Seed für mich bei den alternativen Universen von der einstoßen kann, hängt von der zweiten Staffel ab. Und versteht mich hier bitte nicht falsch in dem Punkt, UC-Universum ist für mich das Beste, was es gibt und steht für mich deutlich über den alternativen Universen. Dann gibt es noch After Colony mit Gundam Wing. Hier liebe ich übrigens den Manga Endless Worlds mit 14 Bänden abgeschlossen. Den kann man dort gut einschieben. Die Post-Disaster-Timeline mit den Kriegsweisen auch wieder absolut top. Und die Advanced Generation-Timeline mit der Gundam Age TV-Serie. Zum Schluss die wahrscheinlich umstrittenste Timeline Present Day mit der Bildfighter-Reihe. Verhasst und geliebt gleichermaßen. Für die Reihenfolge einfach pausieren. Ob es was für euch ist, müsst ihr an der 1 ausmachen. Ich persönlich mag die Serie gern, aber die ist wirklich nicht für jeden da man was. Zur Vollständigkeit habe, kommt noch die Future Colony Timeline, die After War Timeline und die Coex Century Timeline. Ob man davon eine Serie gesehen haben muss, darüber lässt sich streiten. Bin jetzt nicht absichtlich auf alle Manga, Light Novel und Anime Specials eingegangen, weil dieser Guide kompakt sein sollte. Zum Ende, weil da noch ein bisschen Platz auf dieser Liste ist und das mich triggert, empfehle ich euch einmal den Roman The Man Who Created Gundam als Beilektüre, Sergeant Frog für die Leute, die eher auf Gunpla stehen und
und dazu ein bisschen Comedy haben wollen. Und wenn man noch mehr Comedy haben möchte, kann man auch Gun & Sun mit dazu nehmen. Wie gesagt, das sind längst nicht alle Werke, dennoch die Franchise-entscheidendsten. Irgendwann konnten mal komplette Reviews kommen, dennoch steht bei mir Muff Love gerade ein bisschen weiter oben in der Liste. Vielleicht kommt G-Witch noch dazu, wenn die zweite Staffel richtig gut ist und ich darüber reden muss. Aber so war's das erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.